Obwohl die Passage in Ahinadabs Schiff ruhig verlief, quälten mich Albträume und dunkle Visionen. War ich wach, versuchte ich, Glavias Leuchten am Horizont zu folgen. Lag ich da nieder, war ich krank und übel, kochte im Schweiße meines eigenen Leibes. Ich wurde verfolgt von einer langen weißen Schlange, welche sich zum Drachen von Babylon wandelte. Ein gefesselter, gewaltiger Wolf riss sich los, um mit blutigem Maul die Welt zu verschlingen. Mir erschienen drei Kelche, welche zu einem verschmolzen und sich wandelten. Ein Stein, ein Juwel auf einer Krone, eine Schale, ein mächtiger Kessel, gezeichnet mit Bildern alter Gottheiten, wurden. Als wir in Massalia anlegten, in Südgallien, war ich völlig dem Wahnsinn verfallen. Doch dank der Nächstenliebe einiger Mitreisender fand ich Unterkunft im Hause eines alten, frommen Mannes namens Kataphilos, wo ich gepflegt wurde. In Kataphilos Haus kamen Reisende und christliche Würdenträger zusammen, weit über die Grenzen Massalias oder die sieben Diözesen hinaus. In einer seltsamen Laune nun hatte Fortuna drei christliche Gesandte zu meinen Reise- und Gastgenossen bestimmt. Chronitus, einen älteren Mann entfernt germanischer Abkunft, und seine Gefährten Sixtus, einen Mann mittleren Alters aus Ravenna, und einen pannonischen Knaben namens Claudionus. Chronitus und Sixtus, die christliche Episkopes waren, halfen Kataphilos bei meiner Pflege und überzeugten ihn, dass ich offensichtlich von bösen Geistern heimgesucht wurde. Nach einem der römischen Gemeinde vertrauten Ritus nun, versuchte Sixtus die Worte und Taten Jesu nachahmend, anhand der Heiligen Schrift meine Plagegeister zu vertreiben. Chronitus jedoch verfolgte seltsame andere Pläne und reichte mir einen goldenen Kelch gefüllt mit schwarzem Blut, und kurze Zeit blickte ich in seine tiefschwarze Seele. Ich erblickte Chronitus mit einem reich gekleideten Mann, in dessen Züge ich meinen Vater wiedererkannte. Ich sah einen Turm in einer vielbevölkerten Stadt und darunter Verliese, in denen junge Frauen eingesperrt und misshandelt labten. Ich sah Engel, die ihre Gestalt zu Albträumen wandelten, drei Wölfe im Kampfe und eine Gruppe rauer Fischer, die einen ungeheuerartigen Fisch an Land zogen. Dachte ich an Sixtus aber, so sah ich ihn den heiligen Stuhl des Patriarchen von Rom besteigen, während ich Claudionas in die Augen blickte und der Knabe sich von meinem Inneren in einen altertümlich gekleideten Mann in seiner zweiten Lebenshälfte verwandelte. Da goss Claudionas den Kelch um, bevor das schwarze Blut meine Lippen berührte, und sprach Chronitus gut zu, ich solle bei ihm Aufnahme finden. So wurde ich in ein wohlhabendes Landhaus bei Neapolis gebracht, wo Claudionus, obwohl noch ein Kind, das wohlhabende und selbstständige Leben eines Patriziers führte. Der Knabe meinte, in mir eine verwandte Seele gefunden zu haben, und wie ich auflebte und mein Verstand sich wieder erhellte, erkannte ich, dass Claudionus ein alter Geist war, gefangen im Körper eines kleinen Jungen. Er stellte sich mir nun bald als Vigilius vor, einst ein mächtiger Dichter und Anhänger der alten Götter, Abkömmling von Druiden, welcher nach seinem Tod vor langer Zeit ewiges Leben in den Seelen seiner männlichen Nachfahren gefunden hatte und zur Liebe mir verfallen war. Ich suchte jedoch nicht mehr als Vigilius Freundschaft, doch fand nur einen selbstverfallenen, boshaften und lasterhaften Geist. Dennoch wurde ich bald sein Schüler und begleitete den Knaben Claudionus auf seinen Reisen durch das Weströmische Reich, denn er war ein angesehener Ratgeber und Baumeister in den Diensten der Kaisermutter Galla Placida. Es war nämlich in jeder Zeit der Fall, dass der Kaiser Valentinian erst 13 Jahre alt war und die Geschäfte des Reiches weitestgehend von seiner Mutter Galla als Regentin geführt wurden. Gallas Macht allerdings war nur gesichert durch zwei mächtige Generäle namens Bonifatius und Flavius Felix und den mächtigen Episkopen von Rom namens Chrysologos, während sich im General Aetius ein mächtiger Rivale gefunden hatte, welcher damals allerdings die Visigothen in Gallia und Bagaudes in Raetia bekämpfte. Diesen allen stellte mich Claudionus vor, und ich erkannte in den Zügen von Flavius, Bonifatius und Aetius jene Wölfe meiner Träume wieder. Obgleich ich Vigilius Annäherungsversuchen widerstehen musste, so muss ich dennoch zugeben, dass ich viele unserer gemeinsamen Tage auch genoss. Ich war jung, und Claudionus war ein reicher Erbe, der in Luxus schwelgte, und Vigilius Geist war jung geblieben und schwärmerisch. Nicht wenige zauberische Versuche beschäftigten uns, auch wenn Gliodelvus mich stets warnte, Vigilius nicht zu viel von meinen Geheimnissen zu verraten und stattdessen dem Ursprung seiner eigenen Macht auf die Spur zu kommen. So arbeiteten wir an einem magischen Weinfass und einem Ölbrunnen gemeinsam. Vor allem aber genoss ich sein Wissen über Architektur und Straßenbau zu lernen. So erneuerten wir zum Beispiel gemeinsam das alte Amphitheater Veronas. Doch sah ich, wie die Arbeiter und Sklaven des Reiches Übermenschliches vollbrachten und ihre Körper ob der schweren Erschöpfung zerbrachen und die stets von neuen ersetzt wurden, welche bald ebenfalls ohne Murren in die Plagerei einstimmten. Durch Biliodelvos Augen erkannte ich das Heer aus Dämonen, welche in die Körper der Männer einfuhren und sie bei schwerster Arbeit zu Tode ritten. Ich wartete dennoch abzuhandeln, bis etwas geschah, was ich trotz meiner Visionen nicht verhindern konnte. Im Traum sah ich, wie die Diener Babylons den Patriarchen von Rom, Celestinus, im Bad ertränkten. Zweifellos durch einen Hexenzauber aus der Ferne, denn Celestinus starb in derselben Nacht, doch schien er in sein Bett im Schlaf gestorben, auch wenn sein Mund große Mengen Wasser ergoss. Zweifellos war Vigilius in die Tat verwickelt und ebenso Flavius Felix, denn beide wollten Chronitus zum nächsten Patriarchen erheben.
Ihr nächstes Ziel war der große Kriegsheld Bonifatius, welcher zwar seinen Gegner Aetius besiegen konnte, jedoch bald darauf wunderlich an einer unentdeckten Kampfeswunde erstarb. Als Claudionus nun dringend nach Rom gerufen wurde, sandte er mich gen Neapolis, um aus seiner Bibliothek ein Buch zu holen, welches er benötige. Doch ihm war nicht klar, dass ich die Sprache der alten Hebräer wohl beherrschte, und so erkannte ich Vigilius' Geheimnis. Nicht etwa ein längst vergessener Druidenzauber war Quelle seiner Macht, sondern ein Pakt mit einer uralten, boshaften, fischgestaltigen Gottheit und deren magisches Buch, das Tablett von Zebulun, eine lang vergessene mesopotamische Schrift. Ich zerbrach die Schrifttafel und gab den gefangenen Geistern ihre Freiheit, woraufhin sie die Körper der Straßenbauer verließen, welche zwar vor Kraftlosigkeit zusammenbrachen, doch lebten. Galla Placida und Grunitus tobten voll des Zornes und ließen mich in Ketten vor eine Versammlung der christlichen Würdenträger, geführt von Sixtus und Chrysologos, in Rom führen, wo man mich der Ketzerei, Hexerei und des Teufelpaktes anklagte. Doch gestärkt durch meinen Glauben und den Beistand meines Schutzgeistes konnten weder Wasser noch Feuerprobe mir etwas anhaben, und so ließ man schließlich Claudionus vor die Versammlung holen, um gegen mich falsches Zeugnis abzulegen. Nun jedoch war ich es, der die Worte Jesu von Kamperdaum und Gerasa sprach und Vigilius' selbstsüchtigen Geist aus Claudionus' Leib vertrieb. Nun jedoch war ich es, der die Worte Jesu von Kamperdaum und Gerasa sprach und Vigilius' selbstsüchtigen Geist aus Claudionus' Leib vertrieb. Und gemeinsam ließen wir die Vision aufsteigen, wie dieser und seine Bruderschaft der Teufelsfische einst in die Netze meines Vaters geraten waren und von den unschuldigen Töchtern Roms, welche diese und Aetius zu grausamen Zwecken gefangen in ihrem Turm hielten. Tatsächlich fanden die entsandten Soldaten die vermissten Mädchen vor und befreiten sie, wodurch der Zauber gegen Flavius Felix' Gegner gebrochen wurde, und auch auf dem Schlachtfeld wandte sich das Geschick. Und die vormals von Dämonen besessenen Soldaten Flavius Felix unterlagen den Truppen Aetius, welchen Fortunas und der Matrones Gunst gewogen war. Aetius gewann die Schlacht von Ravenna, und Flavius Felix und seine Gattin Padusia sowie ihr Episkop Gronitus wurden hingerichtet. Bald darauf herrschte Galla Placida nur mehr dem Namen nach, und Aetius wurde der neue wahre Herrscher Ravennas und Westroms. Sixtus folgte Celestina als Patriarch nach. Er zeigte sich als Freund der Pelagier, der Anhänger des Lehrers meines Lehrers Placidus, und sandte später den heiligen Patritius nach Hibernien, um die heidnischen Skoten und die Werner zu bekehren. Mir aber war genug von höfischen Intrigen und den überfüllten Städten der italischen Halbinsel. Ich brachte den jungen Claudionus auf die Insel Sizilia, wo er nun frei leben konnte, und verschmolz wieder mit meinem alten Freunde Bilodelvos, und gemeinsam rannten wir als weißer Hirsch gegen die Wälder Dakiens, folgend Levias Himmelsleuchten.